Was machen wir denn zuerst? Ich denke, das, was ich am meisten aufgeschoben habe, nämlich die Anbindung von hier unten mit dem Kupfer und Eisen. Das heißt, hier kommen später auch die ganzen Schmelzöfen und Forges hin für die Metalle. Oh, ja, du bist fertig. Also ich werde hier recht viel Platz brauchen. Deswegen setze ich es, glaube ich, hier lang und lasse es dann hier unten rumlaufen. Was hätten wir denn gerne als nächstes? Ich brauche diese Automatisierung. Das da brauche ich. Liquid Automatic Crafting. Crafting. Eine Zentrifuge. Ach, das könnte das sein, was die Dinger, was die Lava auseinanderzieht. Auch wenn das nicht das Symbol ist, was man ja eben gerade gesehen hatte bei dem, ne? Aber ja, das wird das sein. 450 ist auch schon ein bisschen teuer. Und ich wollte jetzt eigentlich eher die Sachen erstmal machen. Und ich brauche wirklich bald die hellblauen Tränke automatisiert. Menno, Menno, Menno. Ich nehme aber erstmal die blauen Tanks. Einfach nur um zu testen, ob die vielleicht mehr Druck rauspumpen. Was hätten wir noch als Alternative? Was wollte ich noch so machen? Inserter Stack Size. Damit kann man sehr gut arbeiten, wenn die Fabriken direkt nebeneinander liegen. Und wir nicht so mit Fließbändern arbeiten wie hier. Könnte ich überlegen. Bessere Fließbänder sind zu teuer. Bessere Fabriken sind zu teuer. Halbe schnelle Ärmchen. Und ganz schnelle Ärmchen. Das wäre schick, ja. Das ist zu teuer. Zu teuer. Akkus brauchen wir nicht. Autos, nö. Ditec-Module. Nee, ich hätte gerne die Lila-Module. Also die rosa Module. Ja, mach die erstmal. Damit wir schon mal alle unsere Schmelzöfen das reinhauen können. Und es kommt fast gar kein Eisen mehr an. Was ist denn da los? Oh, mein Fehler. Okay. Kommt hier unten jetzt gar nicht mehr durch. Das ist dezent unpraktisch. Kann ich hier irgendwie? Nein. Das ist alles doof hier. Das ist so doof. Okay, laufe ich außen rum. Ist okay. Ich hab's verdient. Achso, du kriegst wieder neues Eisen und Kupfer habe ich leider nicht. Tut mir leid. Kriegst auch noch Eisen. Da. Ja, wir arbeiten ja dran. So, wo war jetzt hier das Problem? Genau da ist das Problem, weil es kommt nicht alles durch. Jetzt müsste alles durchkommen. Die Dinger hier sind allerdings schon alle. Das heißt, du könntest das kleine Fitzelding da noch aufbrauchen. Du bist da am Werkeln, ihr seid da am Werkeln. Ja, haut mal dahin. So, müsste jetzt genug Erz ankommen. Fließband. Du. Also hier lang soll das Fließband später fließen. Und dann hier runter, da unterirdisch und dann dadurch. Das ist der Plan. Das heißt, du machst hier einen Knick. Hier brauche ich mein Muster. 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 Ich muss eventuell gleich wieder oben Dinge mopsen. Und hier ist nicht gut, dass die Lava da ist. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Lava da oben überhaupt brauche. So, und wir könnten auch hier mit unterirdischen Fließbändern arbeiten. Da muss ich später mal gucken. So, erstes unterirdisches Fließband. Wir haben gar keine mehr. Das ist nicht gut. Wir können keine Bäume, wir können keine Eisen. Lalala, da ist Eisen. Gib mir Eisen. So, gib mir mehr Eisen. So, ganz viel Eisen. Darf ich jetzt bitte unterirdische Fließbänder haben? Dankeschön. So, da kommt es lang, da kommt es lang, da kommt es lang. Unterirdisch. So, du gehst hier runter, kommst da raus. Kann ich über die Fässer rüber das machen? Ja, kann ich. So, dann. Da unterirdisch daraus, falls wir die Anschlüsse mal brauchen. Da unterirdisch daraus. So, hier können jetzt die ersten Ärmchen sich das rausnehmen. Ist da genug Platz? Ich hoffe mal. Ja, ist. Das heißt, hier kann sich das Ding. Und du brauchst kein Eisen. Das Ding braucht Eisen. Yeah. Unpraktisch.
Das Ding, was Eisen braucht, kann es sich. Doch, es hat da einen Anschluss, ne? Es kommt da raus, geht da raus. Das heißt. Mist. Ey, das geht nicht. Heißt, du gehst da runter, da rum. Machst denn hier einen Weg lang und da einen Knick. Und da nimmst du dir das, was du brauchst. Also in dem Fall Eisen. Okay. Dann gehst du runter. Da, da, da. Unterirdisch hoch, unterirdisch hoch. Da lang, da lang. Und gehst dann hier in Rohren lang. Was soll's. So. Fabrik weg, Fabrik weg. Wir. Das guckt fast falsch. Wir brauchen jetzt einmal. Rosa. 450. Was wollte ich noch machen? Die Tanks, ne? Ja, erforsch mal die Tanks bitte. So, wir brauchen jetzt einmal die normalen Engines. Wo sind normale Engines? Da. Wir brauchen. Wir brauchen Pipes, Stahl und Iron Gear Wheels. Das wird schon eine ganz schön große Anlage werden hier. Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Okay. Okay. Kriegen wir alles hin, kriegen wir alles hin. Du. Da. 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 Ihr braucht alle drei Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Ihr kriegt gleich bessere Poles. Keine Sorge. Da, bau mal. Achso, ich glaube, wir brauchen nur zwei. Hier müsste ein Schmelzofen hin. Davon haben wir wahrscheinlich gar keine. Ah, doch, einen können wir herstellen. Sehr gut. Also ein Schmelzofen für die Stahlproduktion. Du. Pole. 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 So, du stellst bitte her. Rohre. MK1. Rohre. Wie wir das gleich managen, weiß ich noch nicht genau. Du stellst bitte her Zahnräder. Eisen. Und du machst bitte hier Stahl. So, die drei Sachen müssen in die Fabrik für was war, die normalen Engines. Ja. Okay, das heißt, wir könnten die Fabrik. Das sieht doof aus. Mach. Geht nicht anders. Ich hätte gerne dreimal. Was? Sind dreimal drei Fabriken, oder? Ich hätte gerne 4x4 Fabriken. So, dahin. Du bekommst dann sowohl von da als auch von da das Zeug. Und von hier bekommst du das Zeug. So, und dann stellst du hier bitte Engines her. Und wir hätten die ganze Anlage weiter rechts bauen sollen. Ja, hätten wir. Dann kommt das hier raus. Geht da lang. Geht hier zu einer weiteren Fabrik. Und du stellst bitte rote her. Dafür hast du da einen Eingang. Flop. Und du nimmst dir bitte... grüne Chips brauchen wir auch noch. Juhu. Nimmst dir bitte... von da unten... was gerade nicht mit Strom versorgt ist, was wir jetzt ändern. Die Sache für dein Dingens. Du legst es auf die linke Seite. Okay, das heißt, hier müssen wir jetzt einen kleinen Komplex bauen für grüne Chips. Das heißt, hier wird Draht hergestellt, hier werden Chips hergestellt. Das müsste schon reichen. So, also nimm von da ruhig mit dem schnellen Ärmchen, weil das ist Draht und das ist halt problematisch. So, du stellst bitte her Draht. Du legst bitte Draht da rein. Und genau da wäre jetzt die 6-Size-Größe gut. Aber das ist ja nur für das kleine Ding da. So, und du legst jetzt mit einem halben Ärmchen das da oben drauf. Damit sich das unten sammelt und die Engines oben sammeln. Und dann brauchen wir Kisten. Einmal eine Kiste. Aha, eine große Kiste. Hier. Mit ähm,
halben Ärmchen raus. Schnellen Ärmchen rein. Und auf zwei Stacks so. Genau. Und dann hier nochmal eine Kiste, die einfach von da rausgeht. Die dann auch reduziert wird. Und der große Tank ist fertig. Okay. Dann hätte ich gerne als nächstes ganz große Kisten. Nein. Schnellere Fließbänder. Nein. Roboter. Nein, keine Roboter. Ich hätte gerne das hier. Das wird eine Weile dauern. So, also eine ganz normale Kiste. Hier. Die genau da keinen Strom hat. Die befüllt wird und die begrenzt wird auf zwei Stacks. So, es werden jetzt zwei Stacks rote Engines hergestellt. Sobald die zwei Stacks roten Engines voll sind, staut sich das Fließband. Sobald sich das Fließband staut, füllt sich die Kiste. Und wenn die Kiste sich gefüllt hat und das Fließband gestaut ist, stellt das Ding nichts mehr her. Und es werden von hier unten keine Ressourcen weggenommen. Das ist soweit der Plan. Ja, einzigen Haken, den ich sehe, dass sich hier drin jetzt 200 Stahl stauen werden. Und das ein bisschen Verschwendung ist, 200 Stahl einfach hier auf Tasche rumliegen zu haben. Aber na gut. So, das wäre der Anschluss. Wir haben sowohl die normalen Engines, also die roten Engines. Wir haben den ganzen Platz verbraucht, um den ich mir vorher Sorgen gemacht habe, dass er brach liegen könnte. Was ja auch schon mal schön ist. Wir haben die Schwefelsäure angeschlossen. Wir haben nicht die Batterien angeschlossen, fällt mir gerade auf. Das ändern wir kurz. Indem wir das hier ein bisschen zickzack laufen lassen. Und zwar so. So. Genau. Und dich begrenzen wir mal auf 4 Stacks Batterien. Also, alles hier unten müsste jetzt versorgt sein. Die einzigen Probleme, die hier unten noch auftauchen können, ist, wenn sich irgendeiner der Rohstoffe, vermutlich Lubricant, irgendwann zu sehr staut und dann Schweröl sich zu sehr staut und so weiter. Das können wir aber dann unterbinden, indem wir das Schweröl einfach zersplitten zu Leichtöl und das Leichtöl zersplitten zu Petroleum. Und Petroleum haben wir immer Abnehmer. Und wenn es im Notfall Plastik ist. Wobei Plastik könnte ich mir auch wieder ein bisschen was gönnen. So. 100 war die Stackgröße, ja. Ja, Petroleumgas haben wir ein bisschen was. Bitte fang dann doch mal wieder an, Plastik herzustellen. Und dich beschränken wir mal auf so. Was sollte erreichen? Okay, das war die eine Sache, die wir machen wollten. Das hier unten ist ein Riesenchaos. Das muss ich mir bei Zeiten angucken. Aber nicht jetzt. Erstmal ist es wichtig, dass es läuft. Was auch wichtig ist, ist, dass ich hier irgendwo verdammt nochmal durchkomme. So. Und dass die Schmelzöfen alle einigermaßen gut arbeiten. Dafür hätte ich gerne eigentlich mehr davon. Oh, wie voll bist du eigentlich? Fast gar nicht. Das ist schade. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr rumkommt, aber okay. Auch das müssen wir später alles noch schön umbauen. Ich brauche viel mehr Schmelzöfen. Bau mal davon 5 Stück. Dann brauche ich, wie gesagt, 5 Speedmodule. Brauche ich noch mehr Kupfer für. Gib mir mal 2 Stacks Kupfer. So. Die blauen Science Packs, die ich habe, sollte ich hier auch schon mal irgendwo einlagern. Hier zum Beispiel. So. Und du kriegst das erste rosa Modul. Das ganz, ganz langsam arbeitet. Ja, gut, hilft nichts. Die Schmelzöfen sind in der Mache. Das dauert auch noch richtig, richtig lange. Ja, rote Chips. Brauchen wir hier oben in der Anlage rote Chips? Also hier oben kommen ja später auch die hellblauen Tränke raus. Dafür sollten wir zum einen aufräumen, dafür sollten wir zum anderen das Muster erweitern. Wir sollten hier die ganzen Poles auch noch ersetzen, wofür ich gleich wieder Stahl abholen sollte. Und wenn wir die blauen Tränke anfangen, kommen hier die blauen Ärmchen hin und hier die grünen Ärmchen, denke ich. Das heißt, ich kann mein Landfill hier schon mal verballern. Oh.
Ja, das war's. Also wir brauchen mehr Landfill, das ist okay. Eisenzahnräder haben immer noch das Eisenproblem. Aber es löst sich ja hoffentlich bald durch die ganzen Schmelzöfen. Zeig immer ganz kurz die hellblauen Tränke. Hellblaue Tränke brauchen rote Chips. Also ja, wir brauchen auch hier oben eine Anlage für rote Chips. Brauchen die grünen Ärmchen auch rote Chips? Nein, die brauchen nur grüne Chips.